Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu 7 Days 2 Die. So, der Schutzstein bewirkt eigentlich nur, dass andere Spieler hier nicht bauen können, kaputt machen können und so weiter. Und scheinbar gehört Jasmina dann auch mit zu. Trotz, dass wir Verbündete sind, durfte sie hier nicht bauen. Ich habe den Schutzstein jetzt entfernt und werde ihn dann später wieder platzieren, wenn wir offline gehen. Weiß nicht warum. Fühle mich damit einfach wohler. So. Hörst du das? Was? Hier schlägt doch einer unsere Sachen kaputt. Da hängt der jetzt so komisch da drin, ey. Hallo. So, deswegen. Ja, nicht den. Alter, leck mich doch langsam her. Ich komme hier nicht klar gerade. Hä, wo will er hin? Okay, wenn ich Pflastersteine hätte, könnte ich die Mauer zu Stein machen. Ach, leck mich, ist mir egal. Ich habe aber keine, was brauche ich denn für Pflastersteine? Hä? Pflastersteine. Lehmboden und Kleinstein. Lehmboden, da haben wir auch nicht so viel von. Ich wollte noch Beete machen. Ich bin in unsere Stacheldinger gelaufen. Das war ein bisschen dunkel, das habe ich nicht gesehen. So, mein Rucksack liegt zumindest im Garten. Ach, nice. Gut. Hier drinnen sind die voll nutzlos eigentlich, ne? Streng genommen, wir brauchen Stein und Lehm. Da können wir die Basis auch verstärken. Aber wir brauchen auch Wasserkrüge. Wir haben das halt immer noch nicht raus mit dem Kochen. Und Nahrung, ne? Können wir hier irgendwelche Beete machen? Beet- und Felderblock. Nitratbrücken. Habe ich denn schon Punkte zum Leveln? Ich habe... wo steht denn das, wie viele Punkte ich habe? Kampfeigenschaften. Ich wäre eigentlich lieber hier so... der glückliche Sammler. Geringe. Wenn nass, also ist das Dach undicht. Durchbohrer, Schatzsucher, Wahrnehmung. Dann habe ich noch die Möglichkeiten, in Gesundheit zu leveln. Heilfaktor, eiserner Magen, das wäre natürlich nicht schlecht. Schlägerei. Kampfeigenschaften. Laufen, Schießen, leichte Rüstung. Parkour, verborgener Schlag aus dem Schatten. Das kann ich noch gar nicht, aber hier könnte ich... Ich hab 5 Punkte. Pass auf, ich... Wo war denn jetzt mein Schlafsack überhaupt? Da. Nimm den nach oben. Dann würde ich gerne noch den... W-
Was war denn das andere, was ich eben hatte? Ingenieur? Besser verhandeln? Achso, hier wegen Plündern, ne? Glückliche Sammler. Und Kampfeigenschaften. Schmächtig. Ist das jetzt hier? Du verursachst 210% Schaden mit Kopfschüssen und hast mit Schroden, ja. Zergliedern. Hey. Ise kriegt auch noch einen. Chefkoch. Ah, ich habe keine Punkte mehr. Okay. Hey, wir sind da. Ah, jetzt habe ich da so ein. So. Ach, Gott, ich würde jetzt langsam anfangen wollen. Eine Werkbank. Krass. Eine Werkbank zu bauen. Die habe ich noch gar nicht frei. Fortgeschrittene Ingenieur. Ach, verdammt. Eine Schmiede könnte ich bauen, aber mir fehlt Leder, Klebeband, kurzes Eisenrohr. Also ich muss definitiv noch looten gehen. Okay, du hast deinen Schlafsack jetzt nach oben. Ja, hier ist sicherer. Wollen wir... Wieso hast du denn hier zugemacht? Mach eh. Ach so. Jetzt war ich kurzzeitig verwirrt. Okay, wo hast du deinen Schlafsack? Da. Ja. Meiner kommt hier hin, wo das Bett ist. Kleinen Moment. So. Krieg auch nichts fürs Bett, ne? Nur ein bisschen XP. So. Einmal den Schlafsack in the corner, bitte. So. Ja, wollen wir uns hier noch ein bisschen Platz machen? Denn? Aufbewahrungsruhe. Siehst, davon wollte ich auch noch eine machen. Aufbewahrungstruhe. Ich würde mir gern halt noch vor die Tür da stellen. Ach so, habe ich ja schon gemacht. Oh, ich bin ja doof. Was, wenn die wirklich mal durchkommen, hier nicht so richtig durchkommen. Ja. Aber ich glaube, da müsste man erstmal was wegreißen für. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn die sich hier durch die Wand kloppen, wo die Truhen sind, dass unser ganzes Inventar weg ist, ne? Hm. Oh, meine Ordnung ist weg. Okay. Hey, elektrische Teile, Kiefernsamen, ein Stuhl? Oh, nee, so war das nicht gemeint. Verdammt. Ja. Ah, so, okay. Würde ich sagen, die Mitte lassen wir Lebensmittel. So. Erstmal damit hin. Können wir ja gleich ein bisschen Ordnung machen. Den Rock hast du gar nicht gesehen, den ich für dich mitgebracht habe, ne? Mm-mm. Ist noch in der Nahrungsmittelkiste. Mm-hmm. Die tatsächlich sehr leer ist. Okay, dann packen wir erstmal. Wir haben ein Ei. Trübes Wasser, leeren Wasserkrug und leere Dose. Sonst haben wir. Vielleicht mache ich die
Aloe-Creme wegen Heilung auch mit rein bei Nahrung, ne? Und verrottetes Fleisch. Lassen wir jetzt wieder zu? Warte, ich bin ja noch nicht fertig. Nee, du kannst nicht bei, wenn ich noch dran bin. So, und in der linken Kiste kommt ganz oben Benzin. Das ist Betonmischung, Zement. Ja, du kannst ja hier untereinander, ne? Ja. Gucken wir das hier in der Ecke. Das ist ja gut zum Brennen. Pilzsporen. Hat's auch mitgenommen. Nägel. Komme ich wegen der blöden Kiste hier nicht mehr raus. Wegen der oberen? Ja. Da ist nur nichts drin. Ich komme nicht raus. Ja, ja. Achso, wegen. So. Und der Weg ist frei. Ob da ist irgendwer gewesen. Das habe ich natürlich keine mehr. Ja, draußen, da will sich einer reinprügeln. Ja, dann warte ich noch, bis hell wird. Der prügelt sich ja trotzdem rein, ne? Na und? Naja. Ist das Aspirin? Schmerzmittel. Musik wird komisch. Hier können wir Verbände draus machen. Das heißt, es kommt damit zu. Warum war das so komisch eben? Du, ich habe andere Musik als du. Echt? Ja, ja. Warum? Irgendwas kommt da. Oh, oh. Ja, den Sound habe ich auch gerade gehabt. So. Ja, die Federn packe ich hier mal mit rein. Wir können halt noch nicht so eine richtige Ordnung machen, ne? Durch die Fenster kommen die aber nicht, oder? Nee. Also die müssen alles kaputt schlagen, ne? Oh. Tschüss. Bist du mutig? Oh, der ist hier draußen. Okay. Der war sogar auf dem Grundstück. Das ist Hausfriedensbruch. Muss ja irgendwo der Zaun kaputt sein, ne? Jetzt. Ja, höchstwahrscheinlich. Hausfriedensbruch. 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 Oh, hast du einer in der Waffel? Ich? Oh. Hausfriedensbruch. Hausfriedensbruch. Aber wie ist der hier reingekommen? Ah, der hat sich hier durchgeschlagen. Ja. Okay. Zaun. Stacheldrahtzaun. Kann ich aber nicht herstellen. Doch, aber kann ich. Wir haben ja Eisen oben. Warte. Ach, du hast die Fenster schon alle zugemacht, ne? Ja, da ist jemand gar nicht mehr da.
So. Eisen. Da haben wir doch... Wie kann ich nochmal einen halben Stack nehmen? So. Aber ich werde ein bisschen mehr Stacheldrahtzaun brauchen, ne, dafür. Was kann ich noch machen, wenn ich jetzt... Ja, Zaun habe ich ja nur das hier, ne? Machen wir noch mal Rahmen formen. So. Stellen wir da erstmal eine her. Oh, jetzt habe ich ja hier... Ah, ich habe ja noch den ganzen... Das muss ich noch auspacken hier. So, so und ja. Jupp. Das gefällt mir doch. Dann müssen wir von außen... Aber wenn wir jetzt nochmal auf Zaun gehen und machen den Stacheldrahtzaun und wollen fertigen, dann brauchen wir Holz. Mangelware. Ah, meine Axt ist kaputt. Jetzt wie viel? Oh Gott, ich habe erst zwei. Ja, dann müssen wir doch die Bäume fällen hier vorne. Schade, war schon idyllisch. Naja, was weg muss, muss weg, ne? Da kann man nichts machen. Wo habe ich denn mein Trinken hingestellt? Ich stelle fest, mein Charakter ist durstig. Dann nicht mehr lustig. So, jetzt wieder rein. Also ich gehe gleich hoch. Mhm. Jetzt erstmal rein in den Butz. Ah, hier ist die Küche, was trinken. Hier ist ein Hund. Ja, ganz gefährlich, die Viecher. Ja. Was ist denn, wenn ich verdorbenes Fleisch esse? Oh, oh, jetzt wird die Musik aber anders so. Hunde. Komm mal hoch, die Musik wird ganz komisch. Ja, wir haben einen Hund im Garten. Ach, auch gut. Wir haben zwei Hunde im Garten. Versteck mich, wie bei Phasmo. Ich warte, bis alles vorbei ist. Ich jag den Hund. Au! Ja, der Hund jagt mich. Ja, Moment. Hier oben ist Klippo. Nein. Ein böser Hund. Böser Hund. Böser, böser Hund. Ich glaube, ich sterbe gleich. Ja, genau. Ich, meine Waffe ist kaputt und ich habe hier noch einen Hund und einen Zombie. Ich bin, gegebenenfalls bin ich ein bisschen gestorben. Beim Versuch, unser Grundstück zu retten. Nur mal so angemerkt. Alter, ist das schwer, wenn du nichts hast, ne? Du hast ja nur Plunder am Anfang, wie in jedem Spiel. Und wenn du kein Profi in so ein Survival-Games bist, dann hast du ja nur Scheiße, ne? Mhm. Und das Schlimme ist, das bisschen Kacke, was ich auch noch habe, das liegt jetzt draußen. Ich leih mir mal deine Zweier-Axt. Komm gleich wieder. So. Da wartet doch schon der Hund. Da wartet ein Zombie.
Ja, hört man doch. Nein! Ich habe Rasen abgebaut! Pflanzen, Fasern! Scheiß vegan! Ich brauch Fleisch, Kerli. Oh, du kriegst von den. Du kriegst von den Hunden Fleisch, du kannst die abbauen. Ja. Den mampf ich doch. Also, den nehme ich mit. Ey, unsere Probleme mit Nahrung sind gegessen. Unsere Probleme mit Nahrung sind gegessen. Ja, dann mach mal, ich hab Hunger. Ich hab Fleisch, aber ich brauche noch Holz, um Feuer zu machen. Und, was brauche ich noch? Achso, ein Grill. Wir haben noch keinen Grill. Ich weiß nicht, ob das ohne auch geht. Ey, du hast doch das Lagerfeuer. Ja, aber ich kann da nichts raufpacken irgendwie. Ey, klar. Kochtes Ei, verkohlte Wildbret, Blaubeerkuchen, Chili Hotdog, Fischtacos, gebackene Kartoffeln, gegrilltes Fleisch, gekochter Maiskolben, gekochtes Fleisch, Gemüseeintopf. Ja, ich kann da nicht ran, wenn du dran bist. Aber das ist alles gesperrt, aber ich denke mal, wenn du es hast. Ach so, ich, ja. Ah. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du es hast, ob das geht. Ja, das Problem ist, wir brauchen dafür gekochtes Wasser. Ja. Das heißt, ich muss hier mal die Glasbehälter voll machen, die 8 Stück. Wir haben ja 8 leere Wasserkrüge. Wie geht das? Ich glaube, einfach mit dem Teich gehen. So, das kommt damit hin. Ist jetzt wieder Tag? Nö. Wie lange dauert das denn? Ich habe schon wieder Scheiße gebaut. Ah. So, was will ich denn davon wieder mitnehmen? Das. Das. Ja, die Kiste ist jetzt halt nicht sortiert. Da muss ich echt drauf achten, dass mir das nicht wieder passiert. Das trübes Wasser. Wenn ich jetzt... Hier ist ja Dings drinne. Gekochtes Wasser. Lol. Kleinen Moment. Ich mache uns erstmal was zu trinken. Ich hol mal 8-mal Wasser. Hier nicht irgendwo der See? Ja. Ich brenne das nicht durch den Boden durch. Du bist nass. Ja, das hat er mir vorhin auch gesagt. Dass du nass bist? Hm. Woher weiß der das? Irgendwo tropft das. Da oben ist auch eine Lücke. Ich weiß nicht, ob das ein Loch ist da oben. Achso, durch die Decke oder wie? Scheiße, ich war voll drin. Da hat der Schiffel gesagt, bin nass. Ja gut, ich war gerade im Teich. Kann man das nicht in diese Behälter hier füllen? Das ist doch doof sonst. Guck mal, jetzt kann ich aus trübem Wasser gekochten Wasser machen und damit können wir kochen. Ja. Dann könnten wir doch auch gekochtes Fleisch machen. Aber das haben wir noch nicht freigespielt. Dafür brauchen wir Chefkoch. Ja, dann können wir nur das andere, das schlechte Fleisch machen. Ist ja egal. Dann nehmen wir verkohltes Wildbret. Ich mache erstmal 4, mehr geht gerade nicht. Mhm. Und den Rest packe ich dann. Jetzt ist wieder Tag, oder? Kiste. So. Ja, wir sind jetzt ein bisschen offen. Die haben den ganzen Zaun weggeruppt, ne? Neun bauen. Ja, wir müssen. Ist jetzt wieder Tag? Ja, Tag fängt jetzt an. Pflastersteine herstellen. Lehm und Stein.
Und den könnte man... Okay. Aber wo sind die denn durchgekommen, du? Ja, die haben hier den Zaun eingeschlagen. Wo denn? Hier vorne, wo ich stehe. Auch irgendwo? Ja, hier vorne war auch aufgehauen. Hier habe ich aber schon zugemacht. Sonst wüsste ich jetzt nicht. Müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht eine Mauer drum ziehen. Ja. Ich wollte auch gleich mal was ausprobieren. Ich habe die Möglichkeit, Stacheldrahtzaun herzustellen. Was ist das denn hier? Wo ist mein Eisen? Oh. Oh. Muss ich ja mal wieder mein Eisen holen. Das habe ich jetzt oben... Ah, hier haben wir zugemacht. Wieso wird denn das jetzt schon wieder Nacht? Es wird nicht Nacht, es wird Tag. Aber warum ist das hier so dunkel bei mir noch? Weil wir es 3.45 Uhr haben. Ach, das ist die Zeit da oben. Ja. So. Jetzt aber. Jetzt bin ich voll gewappnet. Pass auf, was ich jetzt krasses mache. Oh, ich habe einen Knarre. So, jetzt kann ich... das ist aber nicht viel. Woran hat's hier liegen? Am Holz hat's hier liegen. Da fragt man sich immer, woran hat's hier liegen? Woran hat's hier liegen? Muss ich schon mit Abstand bauen, ja? Okay, sonst sieht's hier alles safe aus. Eigentlich. Ich baue hier gerade Stacheldrahtzaun um unsere Base. Mhm. Das kann weg. Oh, es gibt nur Stein. Das ist ja auch okay, ne? Brauchen wir auch. Hast du jetzt eigentlich schon Essen gekocht? Ja, 4. Wie kann ich das essen? Rausnehmen und dann drückst du verwenden halt, ne? Wo denn rausnehmen? Aus dem Lagerfeuer. Ja, mein Magen knurrt schon, ich weiß. Warte mal, ich hab mir ja noch was ausgeliehen. Ja. Wo muss ich da jetzt auf? Nix. Rechts ist ein Feld mit Ausgabe. Da habe ich ja nur Wasser. Warte. Ich guck mich das an. Mein Fleischer steht noch 17 Sekunden. Achso, darf ich mal reingucken? Ausgabe Wasser. Ja, wir brauchen das Wasser zum, sowohl zum Trinken als auch zum Kochen. Deswegen müssen wir Gläser finden. Können wir, Mir geht's jetzt gerade ums Fleisch. Ja, kann ich Glas herstellen? Ich müsste jetzt mal was essen. Ja, ist gleich fertig. Ein bisschen musst du dich hier dulden. Ne, ist doch schon fertig. 17 Sekunden waren eben. Leerglas. Aus Sand und Lehm können wir Gläser herstellen. Das habe ich beides. Auch noch nicht fertig? Hä, da stand doch eben 17 Sekunden. Sand und Lehm. Aber dafür brauchen wir eine Schmiede. Kann ich das nicht herstellen? Was brauche ich nochmal für die Schmiede? Schmiede.
Stein, Lehm hätten wir. Leder haben wir nicht genug. Klebeband haben wir, glaube ich, gar nicht. Und ein kurzes Eisenrohr. Kurzes Eisenrohr haben wir nicht. Klebeband haben wir nicht. Lehm hätten wir. Nicht genug. Ja, ich glaube, da muss ich nochmal unterwegs gehen. Meine kaputte Axt packe ich hier erstmal rein. Weil ich die nicht reparieren kann zurzeit. So. So, bis bald, Liebes. Ich gehe wieder auf Plündertour. Mhm. Ich werde einen dicken Fisch mitbringen. Vielleicht gehe ich nochmal bei Robby vorbei. Bei wem? Na, Robby. Er hat gerade totes Fleisch gefurzt. Ey, da kriegen wir Nitrat von. Oh, das brauchen wir. Oh. Aber wir brauchen eigentlich nicht nur das tote Fleisch. Also nicht nur Nitrat. Hast du hier vorne Fallen hingebaut? Nee, Stacheldrahtzaun. Kannst du die nicht dichter bauen? Nee. Oh, ey, ich krieg hier ganz gut. Aber ich will das, du meinst dichter an den Zaun? Oder wie meinst du? Da hat gerade jemand keine Zeit für mich. Du Schwein. Kurzzeitig habe ich mich ja erschrocken, ne? Autsch. Autsch, ich kann hier nur holen. Ich habe mich selbst in eine Ecke hinein manövriert. In dein Gesicht. Ah, unerwartete Kampfmoves. Unerwartete Ausdauerverlust. So, was haben wir hier noch Schönes? Irgendwas Cooles? Munition? Oh, nein, eine Knarre wäre auch nicht schlecht. Holzruhe. Ist das ein Handwickel? Nadel und Faden, Band 1. Winterbekleidung. Ah, ich lerne es mal. Hühnchenration. Okay. Und die müssen wir erst aufmachen. Gib mir was Cooles. Working Tools. Dietrich, elektrische Teile und Rahmenwürfel. Rahmenwürfel ist okay. Rest ist jetzt nicht das, was ich aktuell brauche. So, das war's schon, ne? Uah. Kackgeier. Kackgeier. So. Ich bräuchte ja eigentlich diese Teile, damit ich meine Axtteile machen kann. Was war das? Hier ist was kaputt gegangen. Kann ich hier ran? Nö. Nö, nö, nö. Nö, nö. Nö. Gut, dann müssen wir weiter gucken. Da haben wir ja auch noch eine Hütte, ne? Dann gucke ich da nochmal eben hin. Da gucken wir nochmal kurz rein. Ein bisschen reinlunzen. Sollte ich vielleicht ein bisschen Ausdauer einsparen. Oh, Holzbretter immer oben drauf, ne? Tür verschlossen. Wie komme ich hier rein? Aber es sieht vielversprechend aus, dass ich hier Sachen finde, die ich gebrauchen kann. Okay, da komme ich nicht hoch. 500. Wir fahren mal ein bisschen Holz. Eine Wand da. Hör mir auf. Kann ich durchsuchen den Coupé? Ein Reifen. Ja. Achso, ist immer gleich vorn und hinten den nicht. Da ist ein Zombie. Hallo Zombie. Oh.
goodness. Er hat einen Arm verloren. Der hat mich fast gekillt mit einem Schlag. Hier komme ich nicht rein. Hä? Was genau hat mir hier gerade wehgetan? Open. Sieht gar nicht so open aus. Bauen wir den Geier noch ab. Den bauen wir noch ab. Oh. Oder auch nicht. Sieht so schlecht aus mit meinem Leben. So. Hallo? Kann ich mich irgendwie verbinden? Mache ich in das Wasser da jetzt rein? Ich habe keine Stofffetzen. Nitratpulver. Tierfett. Hühnchenration? Wollte ja eigentlich was mitbringen, aber jetzt habe ich es gegessen, damit ich wieder Leben kriege. So ein Krabbler. Jetzt sind es schon drei. Jetzt habe ich hier drei Zombies. Hallo Zombies, hi. Ich bin gleich tot, ne? Nur zur Info, ich bin gleich tot. Und ich komme hier auch nicht weg. Hallo Zombie-Frau. Komm doch her, Zombie-Frau. Warte, ich muss den kleinen Krabbler hier noch wegmachen. So. Großlooten ist mit 10 HP nicht drinne, ne? Ich bring dir aber Essen mit. Und Trinken. Ich hab auch gerade Trinken geholt. Und noch mehr Trinken. Oh, nice. Ja, komme ich da irgendwie hoch und was erwartet mich hier? Hä? Achso. Oh, Sir, sind Sie hingefallen? Soll ich Ihnen aufhelfen, Sir? Sir, Sie sind wieder hingefallen. Oh. Okay, ich komme auf direkten Weg nach Hause. Ich das nicht verlieren will. Ich hab was Cooles für uns. Mhm. Also erstmal. Ich muss ein paar Meter laufen, ne? Mhm. So, kann man hier nochmal reingucken. Leer. Da war mein Finger schneller als meine Augen. Ich bin schon voll müde, ne? Aber ich könnte noch 6 Stunden weiter zocken. Ne, ich gehe gleich hoch. Ich bin ja schon 2000 Mal hochgelaufen jetzt in einer Stunde. Ja, gut. Manchmal läuft man auch 2000 Mal hoch in einer Stunde, ne? Ja, musste was Besonderes wegmachen und dann musste ich noch was ganz, ganz Besonderes wegmachen. Hm. Ah. Ne, ich muss dir aber auf jeden Fall was zeigen. Ja, mit diesem Stacheldrahtzaun, den will ich halt später einmal hier komplett rummachen und dahinter ziehe ich eine Mauer. Aber den kann ich nur Stück für Stück bauen. Oh, warte. Wo bist du denn?
Weg. Bist du echt weg? Weg? Ja. Ja. Bin hier Holz hacken. Ah, okay. Ein bisschen Essen suchen hier mal. Trübes Wasser, das können wir noch abkochen. Hier haben wir ja, das habe ich geholt aus dem See. Ja, ist gut. Trübes Wasser, klares Wasser. So. Oh, hier ist nichts mehr zum Brennen drin, ne? Ach, scheiß Zombie, ey. So. Wildbret. Ein Huhn. Ausgabe 1, Brennstoff. Wildbret kochen, geht nicht. Ach, ich habe nur 4 von 5 Fleisch, deswegen geht das nicht. Ich mache das Feuer wieder aus. Rohes Fleisch. Scheiße. Ein Huhn habe ich getroffen, aber nicht gut genug. Mit was hast du geschossen? Ich habe mit meiner Steindings draufgehauen. Achso. Hier haben wir nochmal Dietrische, Nitrat, Kleber hatten wir auch schon. Ja, gib ihn. Eigentlich. Nö. So, hier haben wir nochmal Eisen. Hier ist nur Eisen. Schrotflintenmunition. Wenn ich da jetzt. Das ist einfach. Wow, ich habe 6 Schuss für das Gewehr, ne? Nee, 11. Hähnchenfleisch. Eingesammelt. Eichensamen. Gammelfleisch, Tierfett. Ich habe jetzt Dings, ne, Hähnchenfleisch geholt. Hast du echt mit der Axt gekriegt? Jo. wir hätten sonst auch noch Pfeil und Bogen, ne? Ja, egal, das kann ja nichts mit anfangen. Ja. Gekochtes Wasser. Die 2 kochen wir auch noch. Scheiße, wo muss ich denn hin? Hä, wo ist denn der grüne Pfeil von dir jetzt? Dein Pfeil kann ich nicht mehr sehen. Kannst du nicht mehr sehen? Nee, und ich weiß auch jetzt gar nicht, wo ich bin gerade. Ist das da unser Haus? Ich sehe dich. Bin ich richtig? Du gehst jetzt gerade Richtung Süden. Wir sind von dir aus gesehen Richtung Norden. Also wohin ist zurück? Richtung Norden. Du hast ja oben den Kompass über der Uhrzeit. Oh ja, was weiß ich, wo ich Richtung Norden... Ja, also zurück. Ja. Hä? Ja. Ja. Da bin ich doch gar nicht gegangen. Oh. Ah. So. Ja, jetzt sehe ich den grünen Pfeil doch wieder. Gut. Die sind ja oben. Würden die unten kaputt prügeln, um nach oben zu kommen? Höchstwahrscheinlich ja. So, das heißt, ich muss die einmal reparieren. Dann muss das hier weg.
Oh. Ich habe nur das Rohr abgebaut. Oh. Komm schon, Buddy. Wir sind voll hier in der Kiste. Da ist schon noch... ich mach noch eine Kiste. Achso, du musst auch die Sachen mal stacken, die wir schon drin haben. Ich hab jetzt das falsch einsortiert. Was muss ich machen? Was muss ich stacken? Was ist ein Stacken? Naja, Sachen auf 10.000 HP. Wenn da Sachen drin sind, du packst sie immer extra. Du kannst sie oben drauf schmeißen. Okay, ja, ich habe aber hier gerade das falsch gemacht mit dem Essen. Hast du das ja irgendwie geordnet hier? Ja. Das Angelblei war da nicht drin, das war da nicht drin. Und die Knarre Bauplan Jagdgewehr. Darf ich das lernen? Ach so. Oh Gott, cool. Achso, da bist du gerade drin. Dann nehmen wir nochmal eine Aufbewahrungskiste. Eine gesicherte Aufbewahrungstruhe. Fertig eine. So. So, oh, das geht so nicht. Alles einsortiert, Mann. Ja! So. Oben drüber habe ich jetzt auch nochmal eine Truhe. Du jetzt drin. Pack ich das Angelblei hier hin. Ja, warte. Guck mal, was ich hab. Ich auch. Hä? Wo ist meine? Ich hab nur eine. Die hab ich das ist meine, du Trottel. Nein, die habe ich gefunden. Von dir habe ich einen Bauplan gekriegt. Ich kann eine bauen, wenn wir eine Schmiede haben. Ich habe vorhin auch eine gesammelt. Nein, das war ein Bauplan. Du kannst Bücher finden, also Baupläne. Und dann kannst du. Das war kein Buch. Doch. Und dann kannst du mit dem Buch die Sachen lernen zu bauen. Ja, das war doch eine richtige Knarre. Nee. Deswegen habe ich ja gefragt, ob ich das lernen darf. Ja, Munition hatte ich auch schon ein paar Mal gefunden. Nee. So zwei richtige Noobies hier in so einem Survival-Game, ne? Ja, und wo ist das Buch? Hab ich gelernt. Wenn du es lernst, ist es weg. Uah! Was ist das? Hast du die Rahmenform weggenommen? Au! Ich brenne! Ich brenne! Jetzt ist die wieder da. Ja, ich habe die gemacht, weil es doof ist, weil man das wegnehmen kann hier. Ich habe kein Holz mehr, sonst könnte ich hier noch ein bisschen zumachen. Aber gut, wir haben kein Holz mehr. Klopp ich den hier weg. Oh, wir sind schon bei 49 Minuten Folge. Ich würde sagen, ich hole noch das Holz. Wir werten den Fußboden noch schnell auf. Und dann machen wir einen Strich unter der Rechnung. Und zack. Das haben wir.
ganz vergessen, dass wir das Spiel aufnehmen. Scheiße. Ich glaube, die Folgen sind nicht so voll langweilig, weil ich hier so konzentriert bin und absolut überfordert. So. Hier noch. Und unter deinem Schlafsack muss ich von unten machen. So. Dann haben wir das nämlich auch fertig. Ja, der hat so viel Stabilität. Ich weiß, den würde ich vielleicht lassen sogar. Ich würde den mit einbauen. Guck mal, hier können wir dann oben gucken, ob die kommen. Ich habe hier ein Fenster eingebaut. Kuckuck. Geh mal weiter rechts. Hä? Ach so, von dir aus gesehen rechts. Ja. Kann man das Fenster zumachen? Weiter. Ja, ja. Ach, da ganz oben im Dach. Ja. Hallo. Juhu! Juhu. Oh, ich hab genug von dir. Tschüss. Oh. Ah, das ist cool. Kann man denn abends gucken? Ja. Kann ich das hier wegnehmen? Ah. Oh, die ist auch gleich hinüber. Oh, ich bin hungrig, mein Magen knurrt. Wie viel? Okay, 500. Da sind wir schon insgesamt bei 1000, aber das ist ja was anderes wie... Oh, kein Holz mehr. Heißt, ich müsste ja herstellen Pflastersteine. Und dafür brauche ich Lehmboden. Lehmboden hätte ich. Und kleine Steine habe ich auch. Aber wir machen jetzt definitiv einen Cut. Ich habe vollkommen vergessen, dass wir überhaupt aufnehmen. Also wir sind jetzt auch schon, als ich gesagt habe, wir machen noch schnell den Boden. Jetzt habe ich hier schon angefangen, die Wand ein bisschen zu verkleiden. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich würde mich freuen, wenn euch das Format per se gefällt. Also vielleicht nicht die Folgen. Wenn ihr Kritikpunkte habt, gerne nennen. Da gibt es Anpassungspotenzial. Wenn euch das Format an sich gefällt, lasst doch gerne ein Like da. So, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Oh. Ich habe das echt voll vergessen, dass wir aufnehmen. Ich war so ins Spiel und überfordert.